Servus Leute, hier ist noch einmal ein letztes Mal im Jahr 2013 Olli von Nameless Guys LP. Es ist gerade 3:30 nachmittags. Ich bin gerade aufgestanden quasi. Und ja, ich hatte das Bedürfnis, mich noch einmal zu melden, nachdem ja die letzte Zeit nicht mehr viel los war auf dem Kanal hier. 2013 geht jetzt langsam zu Ende, langsam aber sicher. Und ja, ich hoffe, ihr hattet schöne letzte Wochen. Wie gesagt, von mir kam ja leider sehr wenig, weil als ich noch Schule hatte, ziemlich viel zu tun hatte. Und so in letzter Zeit einfach irgendwie, ich weiß nicht, ich war nicht so in Stimmung aufzunehmen. Auf jeden Fall hoffe ich, hattet ihr schöne Weihnachten. Was habt ihr denn so bekommen? Schreibt's doch mal in die Kommentare. Ich hab das da, kann man das sehen? Hier. Elder Scrolls Anthology. Sehr schön. Cooles Teil auf jeden Fall. Ja, und jetzt erstmal 10 Blätter damit zerknickt, indem ich es versucht habe, wieder hinzustellen. Ja, 2013. Was ist da alles so passiert? Im Gaming-Bereich einiges. Battlefield 4 ist rausgekommen, Hammerspiel. COD Ghosts ist rausgekommen, kein Kommentar. Und auch sonst sind sehr viele geile Spiele rausgekommen. Bioshock Infinite ist raus. Last of Us, Beyond Two Souls. Was war denn euer Spiel 2013? Das könnt ihr mir vielleicht jetzt auch mal unten in die Kommentare schreiben. Würde mich interessieren. Ich glaube, meins war The Last of Us. War auf jeden Fall ein sehr, sehr hammergeiler Titel. Ich hoffe übrigens, ich schaue richtig in die Kamera, weil ich kann jetzt hier drüben gerade nicht sehen. Ich habe mein Kamerabild da gerade verdeckt, bin ich eigentlich mal. So, jetzt kann ich meine hässliche Fresse auch sehen. Juhu. Auf jeden Fall, ich hoffe, ihr habt schon mal viel Spaß gehabt letztes Jahr. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten. Und was heißt nicht nur ich, auch der Rest, aber da komme ich gleich noch zu. Worauf ich mich auf jeden Fall mal nächstes Jahr freue, beziehungsweise was ich hoffe, dass ich nächstes Jahr erreiche, mal wieder Videos zu machen. Das ist nämlich mein Vorsatz für nächstes Jahr, endlich mal wieder Videos zu bringen und vielleicht halbwegs regelmäßig. Mal schauen, wann ich damit anfange. Ich hoffe, in der ersten Woche noch im Januar anzufangen, wieder mit Videos. Versprechen kann ich nichts. Aber mal schauen, was so geht. Ich wollte mich auf jeden Fall noch bedanken für ein schönes Jahr mit allen, die mir geholfen haben. Bei YouTube und allen möglichen natürlich vorweg Andy und Maxel, ganz klar. Miteigentümer vom Kanal. Auch wenn sie nicht viel machen, gehören dazu. Dann würde ich mich gerne beim Maximilian vom Zombie Mode Team bedanken. Hi. Gleich bin ich bei dir. Ja, ich gehe später noch zu ihm. Und bei Lars genauso. War cool. Mal schauen, ob wir nächstes Jahr mal mit Black Ops 1 zum Remote mit Andy und so irgendwie weiterkommen. Werden wir schon irgendwie hinkriegen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr noch schöne letzte Minuten habt. Und jetzt zum Abschluss habe ich noch ein kleines Special für euch. Es wurde sich schon mal eine Roomtour gewünscht. Das werde ich euch jetzt nicht geben, leider. Aber ich werde euch mal einen kleinen Einblick in das hier geben, was ich hier vor mir habe gerade. Und zwar mein kleines Gaming-Setup mit Schreibtisch und allem Möglichen dabei. Ich hoffe, das wird euch gefallen und ist ein schöner Abschluss für das Jahr. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder. Bis dann. Ciao. So, da haben wir es auch schon. Mein kleines Setup, mein Schreibtisch. Links steht noch der Bluescreen, den ich gerade verwendet habe. Ja, so hocke ich da beim Zocken. Da ist meine Tastatur, Logitech G510, gerade schön in grün leuchtend, dazu passend daneben die G700 Maus, ebenfalls von Logitech, auf einem Razer Goliath Mauspad. Hier ist die, ja, Remote Station von meinem Headset. Sekunde, habe ich gerade noch aufgehabt. So, da liegt's schön. G930 ist das Headset. Kabellos. Da hinten liegt meine alte externe Festplatte mit USB-Stick. Zwei
Boxen noch und das Standmikro stand da hinten noch. Elder Scrolls Anthology habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Irgendein Drucker. Zwei Acer-Monitore. Da sieht man es, Acer. Fragt mich jetzt nicht, wie die genau heißen. Weiß ich auch nicht auswendig. Wenn es irgendwen unbedingt interessiert, kann ich sehr gerne nachschauen. Was haben wir da noch so liegen? Ein Taschenrechner, Klebeband, Spielkarten, Dungeons and Dragons Character Sheets, alte Paysafe Cards. Und da hinten zwei Spiele. Das obere, ich find's extrem traurig. Das untere Asterix und Obelix XXL habe ich ja schon jetzt played. XXL 2 läuft leider nicht auf Windows 7. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich wollte es unbedingt let's playen, aber naja. Ein Stuhl zum Sitzen, eine Balkontür mit Kabeln und das Mörder-Ding da unten, GameStar PC Ultra, habe ich die Sachen, die drin stehen, da übrigens Kabelsalat, die Sachen, die drin sind, habe ich auf Facebook gepostet, facebook.com/namesgslp und noch ein kleiner Nikolausschuh. Frohe Weihnachten nochmal nachträglich. Ja, das war soweit mein Gaming-Setup. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's jetzt endgültig mit mir von 2013 und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr. Tschüss.